Yo, was geht ab? Hier ist die German Kartoffel. Yo, und willkommen zu Action Mittwoch hier wieder auf U-Games, natürlich. Ja, es geht weiter mit The Titanfall. Yo, ein kleines Multiplayer-Spiel-Materialschlacht würde ich jetzt mal vorschlagen. Legen wir doch gleich mal los. Wir werden verbunden, ja super, Lobby voll. Perfekt, besser geht's nicht. Also, fast, Lobby voll. Aber da kommt sicher noch jemand. Jo, ich bin schon Level 27, hab schon einen kleinen Biesel gezockt. Hab auch schon ein paar Runden aufgenommen, die sind aber alle für den Arsch gewesen und deswegen hoffe ich, dass jetzt alles wieder funktioniert, da auch mein Vegas wieder funktioniert. Ist alles wieder im Butter, Photoshop geht auch wieder. Also geht auch wieder mein Kanal weiter. Habe ich aber auch schon angekündigt dort. Ich könnte den mal kurz verlinken. Was heißt hier kurz, ne? Der kommt einfach in die Beschreibung, der Kanal. Da könnt ihr dann auch gespannt sein, denn da wird es jetzt später mit einem geilen Projekt losgehen für Minecraft und Cube World. Ja, mit dem T61 T61 und CND Game von dem Channel da. Der Typ, der ist dabei bei Cube World. Ich weiß nicht, wer noch kommt, aber ich denke, wir wären da die einzigen zu zweit. Wir werden da, so viel kann ich schon mal verraten. Ich werde eine Mage, eine Magierin, Magier, was weiß ich, und der T61, der wird ein Rouge sein. Ich glaube, das ist ein Dieb. Und das sind zwei Klassen, die haben wir noch nie gespielt. Wir waren immer bis jetzt, ich war immer der Warrior, der Krieger, und der T61, der war immer der Archer, der Bogenschütze. Da waren wir schon recht gut. Wir hatten schon beide Level. Also wir hatten schon beide Accounts auf Level, also meiner war auf 130 und die T61 war auf 95 oder so, also wir waren richtig krass schon. Nur wollen wir nicht mit denen weitermachen. Da wir die auch gar nicht mehr haben, die Accounts. Also wäre ein bisschen blöd, wenn wir da mit einem Level 130er und 95er da anfangen zu Let's Playen, das macht keinen Sinn. Deswegen machen wir neue Accounts beziehungsweise Charakter und leveln uns da und könnt uns so ein bisschen begleiten. Und wenn jemand hier Zuschauer auch Cube World hat, der kann sich melden bei German Kartoffel unten in der Beschreibung auch und kann da mitzocken. Wir können dann einfach mitzocken, weil so Cube World ist ein bisschen geiler, wenn man da ein bisschen mehrere Leute hat. Ja, ist auf jeden Fall eine feine Sache. Und das könnte jetzt hier mal auch langsam losgehen. Perfekt. Wir nehmen die und diesen Titan. So. Los geht's. So, und den ersten Pilot ausgeschaltet. Also Titanfall ist so ein Roboterspiel, wer es ja nicht mitbekommen hat. Aber ich denke doch schon, dass es jetzt eigentlich so jeder kennt, dieses Spiel. So, der Mama einen Kopfschuss geht. Ah, das ist unser. Ah, das sind alles. Ah, Hilfe. Shit. Ich nehme jetzt mal meine Burn Card. So. Mal gucken, ob die uns etwas bringt. Ja, ich bin ein bisschen konzentriert, man merkt das eventuell. Ich bin jetzt nicht der Ego-Shooter-King weg. Basher, der hier alles ownt. Gleich, also gucken, ob gleich noch so eine Situation kommt. Auf jeden Fall
gibt es ja diese Bots, die sich einfach nur zu Fuß bewegen und dann einfach die Piloten, die anderen Spieler auf der anderen Seite der Welt. Und man kann hier ja so rumspringen und so, und wenn die das tun, dann habe ich eigentlich so gut wie gar keine Chance, die abzuschießen, weil ich so ein schlechtes Aiming habe. Deswegen bin ich froh, dass es noch die Bots hier gibt für so ein paar extra Punkte. Okay, die habe ich auch noch nie gehabt, die Revolver. Die habe ich mir letztens erst reingemacht. Und dann habe ich aufgehört zu zocken, weil mich das Spiel abgefuckt hat. Oh, lol. Die geht ab, die Waffe. Oh, Alter, alles wackelt. Mal einen Frag da reinwerfen. So, sind wir denn hier? Da ist ein Titan. Können wir auch mal ein bisschen Schaden machen. Da ist der Pilot dazu. Hinter dir, mein Freund. Nein, das ist nicht... Da sehen wir was. Ich hab echt gar kein Aiming. Kaum, sagen wir es so. Ja, und das meine ich. Obwohl, wir haben ja. Ich habe ihn eigentlich gut getroffen, nur der ist dann schnell wieder weg gewesen. Lol. Zwei Assists bekommen, das ist nicht. Haben wir einen Kill sozusagen bekommen. Den helfen wir mal hier kaputt zu kriegen. Oh, ich Idiot. Laufe ich in meine eigenen Waffen rein, ey. Ich rufe mal meinen Titan. So, dann folge mir mal. Jawohl. Fuck. Unsichtbar, unsichtbar. Nein. Dieser blöde Nuklearausstieg. Der rotzt mich immer weg. Ach das. Mein Gott. Weg mich das auf. Jedes Mal falle ich. Oder schieße ich meine eigenen Teammitglieder ab. Der ist nicht wirklich cool, also. Jemand. Alter. Danke. Endlich. Mein Titan hat vorhin einen Pilot ausgeschaltet. Finde ich sehr nice. Und da unten ist ein Pilot, den ich da sehe. Da ist er. Ah, komm her. Jawohl, wir haben gewonnen. Shit. Okay. Ich muss zu meinem Titan. Damit wir das Bergungsschiff aufhalten können. Warte, kannst du mich mitnehmen? Nee, kannst du nicht. Da, Titan, komm zu mir. Er ist tot. Shit. Nein. Hilfe. Hilfe. Ah, doch. Der hat noch ein bisschen Leben hier. Oh, Alter, wie viele Titan wir haben. Perfekt. Ja, drei Piloten-Kills. 10 Fußvolk-Kills, also. Naja, also. Es geht. Aber für die erste Runde, die ich jetzt aufgenommen habe, ging's schon. Also, schon ziemlich schlecht, aber. Egal, egal. Jo, okay, dann war's das für die erste Runde Titanfall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächsten Mittwoch sehen wir uns wieder. Letzten Mittwoch kam ja nichts. Aber das lag daran, dass mein Vegas nicht funktioniert hat, mein Photoshop hat nicht funktioniert. Und, ja, wie sollte ich dann da was hochladen? Andere Programme, da habe ich nicht so wirklich Lust drauf.
Ich habe mich jetzt an Sony Vegas dran gewohnt und Photoshop. Auch wenn ich da noch ein richtiger Newbie bin. Aber das ist ja auch egal. Zumindest kommen jetzt wieder regelmäßig Mittwochsvideos. So richtig? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kommen jetzt wieder jeden Mittwoch Action Spiele. Ja, heute war Titanfall dran. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Denn ja, dann lasst doch mal ein Like da. Favorisieren, abonnieren. Nein, Spaß. Also, bewerten nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Mittwoch. Nächsten Mittwoch sehen wir uns wieder. Bis dann, Leute. Ciao.